Wir sind jetzt weiter Richtung Memmingen gefahren, Richtung Endmoräne der Mindeleiszeit. Wo sind wir jetzt hier genau auf der Karte? Ja, um es topografisch noch einmal ein bisschen klarer zu machen. Wir sind von Wurzach aus hier über den Scharungspunkt dieser beiden Zungen der Mindeleiszeit herübergefahren und befinden uns jetzt etwa hier an diesem Punkt mitten in der ehemaligen Frauenloberzunge der Mindeleiszeit. Wie man sieht, gibt es insgesamt in unserem Großraum vier bedeutende Zungen. Das ist die Altmannshofer Zunge, dann hier die Frauenlober Zunge, schließlich die größere Sendener Zunge und dann im Nordwesten die Bellamunter Zunge. Alle Zungen zusammen, alle Loben, haben gemeinsam, ähnlich wie die Risseiszeit, einen Mindel-Endmoränen-Doppelwall geschüttet. Dieser äußere Moränen-Doppelwall, der reicht etwa von Rottum über Spindelwag, Berg, dann Steinental bis Häberlings im Süden. Der innere Doppelwall setzt an bei Bellamont und führt über Mühlberg, Senden, Frauenlob, wo wir uns jetzt befinden, bis herunter auch ins Karlistal, Nähe des Klosters Marienau von den, was sind das? Ich komme gerade nicht drauf. Karthäusern. Ja. Ja. Im Hintergrund die innere Hauptendmoräne der Mindeleiszeit, bewaldet wiederum, bewaldet, obwohl die Erosionstiefe und die Verwitterungstiefe in der Mindeleiszeit bis zu 6-8 Metern beträgt. Trotzdem sind diese Böden der Endmoränen noch relativ schlecht, ja, vorbereitet für landwirtschaftliche Nutzfläche, weshalb sie in der Mehrzahl von forstwirtschaftlichen Flächen bewirtschaftet werden.